wieder eingeschaltet habt. Gestern ging es ja in der Geschichte um den Beginn von Jesus. Da ist er rumgezogen und hat den Petrus kennengelernt und hat Fische geangelt. Und was hat er danach gemacht? Danach ist er wieder weitergegangen. Mit den Petrus und noch mit ein paar anderen. Insgesamt hat er 12 Freunde mitgenommen auf den Weg. Oh, 12 Freunde? 12 Freunde hat er immer dabei gehabt. Oh! Und an einem Tag, da war er auf einer Hochzeit eingeladen. Mit seinen Freunden. Ich war auch schon mal auf der Hochzeit. Auf der Vogelhochzeit. Ja, die war bestimmt lustig, oder? Ja! Das glaube ich. Und die Hochzeit, wo der Jesus war, da war auch seine Mutter zufällig da. Weil Freunde und Verwandte, es war eine riesengroße Gruppe, die da eingeladen war. Oh. Und die haben fröhlich gefeiert und haben auch viel getrunken. Und der Küchenchef, der hat aufgepasst, dass den Gästen auch ja nichts fehlt. Die haben immer genug zu essen und zu trinken gekriegt. Aber irgendwann ist der Wein zu wenig gewesen. Oh. Da hatten sie keinen Wein mehr. Und der Küchenchef, der hat sich schon überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Und die Maria, die Mutter von Jesus, die hat auch mitgekriegt, was da los ist. Und hat dann zum Jesus gesagt, du Jesus, du kannst da doch bestimmt was machen. Na Jesus, der wollte gar nicht so recht am Anfang, weil er nicht gleich nur irgendwie bekannt werden will durch Wunder und was er alles Tolles macht, sondern er will, dass die Leute ihn wirklich kennenlernen. Er hat aber doch geholfen. Er hat zu denen in der Küche gesagt, jetzt füllt mal die Krüge mit Wasser voll. Und dann sollten sie mit dem Becher was rausschöpfen. Mit Wasser? Ja, mit Wasser. Und die haben also den Becher raus und haben dem Küchenchef das zum Probieren gegeben. Und der hat den Wein probiert und hat gesagt, das ist aber ein toller Wein. Der schmeckt ja noch viel besser als der vorher. Wo habt ihr denn den her? Und die Diener haben es nicht verraten und deswegen... Ja, war es auch in Ordnung. Auf jeden Fall hat der Küchenchef sich total gefreut, dass er jetzt wieder Wein nachschenken konnte. Und das Fest war dann so richtig fröhlich. Wir haben weiter gefeiert und es war eine total schöne Hochzeit. Mindestens so schön wie deine Vogelhochzeit. Also Jesus hat da Wasser zu Wein verwandelt. Genau. Damit die Menschen glücklich sind. Genau. Voll schön. Und, aber ich trinke ja jetzt keinen Wein. Der schmeckt mir jetzt nicht so. Und was heißt denn das jetzt für mich? Naja, für dich heißt es, Jesus, der mag, wenn man feiert. Der mag, wenn du fröhlich bist. Und dann ist er auch da. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass der Jesus ihm auch sagt, ich finde es gut, wenn ihr feiert, denn der hat selbst gern gegessen und getrunken und war mit Leuten zusammen. Und deswegen glaube ich, dass Jesus sich freut, wenn wir auch glücklich sind. Und dann trotzdem an ihn denken und wissen, dass er da ist. Ja. Genau. Deswegen, ihr dürft feiern, fröhlich sein. Das ist eine tolle Sache. Jesus ist mit auf dem Weg. Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander.